sind erstmal Missverhältnisse, die da sind. Und natürlich ist es so, dass auch an dieser salafistischen Moschee eine Koranschule ist mit 400 Plätzen. Und das macht mir Sorge, das gebe ich auch zu. Sprechen Weil Sie ich weiß nicht, was die Kinder, die Fünfjährigen, die Sechsjährigen, ich weiß nicht, wie die aus der Koranschule der salafistischen Moschee herauskommen. Aber dies ist ein freies Land. Ich sag mal, fundamentalistische Glaubensrichtungen, egal aus welcher Richtung, sind in diesem Lande zulässig. Gleichwohl kann ich mir darüber Sorgen machen. Mir wäre es lieber, ich hätte die Kinder eher in der Schule am Nachmittag als in der Moschee der Koranschule. Und Herr Buschkowski, haben Sie Gelegenheit, mit diesen Kindern mal zu sprechen oder mit solchen, die sich an der Moschee rumtreiben? Oder sagen die, wie Bezirksbürgermeister aus Neukölln ist nicht meine Wiese? Nein, also der Bezirksbürgermeister ist auch für salafistische Kinder interessant und Jugendliche. Mit dem macht man schon gerne ein Foto. Das ist auch okay so. aber über Moscheedinge, über Glaubensdinge wird nicht geredet. Da sind die Kinder sofort verschlossen. Auch wenn sie fragen. Auch wenn ich frage, da ist die Tüte zu. Da funktioniert nichts. Also sie haben auch keine Chance, dort in ein Gespräch zu kommen. Es gibt ja immer so die Hinweise, da muss man den Imam mal einladen und einfach mit ihm das Grundgesetz mal besprechen und dann funktioniert das schon. Das ist alles sehr romantisch. Das ist, wir haben, hat gesagt, man muss sprechen. Wir haben es bei diesen fundamentalistischen Ausrichtungen des Islam, das sind ja sehr überschaubare Größen, mit denen wir es da zu tun haben, aber das sind Ideologen, da gibt es einen Überbau und mit Menschen, die ideologisch getrieben sind, brauchen sie nicht diskutieren. Das funktioniert ja, das nicht. Der Punkt ist, das Anwerbeverhalten, das ist das Entscheidende. Das hören wir natürlich aus allen Ecken bei uns, dass versucht wird, junge Leute, die eigentlich apolitisch sind und die in Wirklichkeit auch noch gar nicht so richtig, also so eine richtigen religiösen Kämpfer sind sie noch nicht. Ihnen zu sagen, weißt du, warum es dir eigentlich so dreckig geht? Weißt du, warum die anderen was haben, was du nicht hast? Das liegt daran, dass sie dich verachten, weil du Muslim bist. Komm zu uns, wir zeigen dir, wie du zu einem Leben kommst, das dich befriedigt, wie du zu einem Leben kommst, wo du nicht diskriminiert wirst, wo du im Kreise von Gleichgesinnten eine starke Persönlichkeit bist. Das macht das spannend für junge Leute bei mir, wo das einfach mal ist, weil sie die Statistik so lieben, wo jeder, fast jeder zweite junge Mensch unter 25 Jahren Hartz IV bezieht. Und dann haben wir das nicht mehr regionalisiert. In der Innenstadt, also da, wo die jungen Einwanderer wohnen, also die Kinder, da rechnen wir damit, dass etwa 70% im Hartz IV-Bezug sind. Wir reden also über Leute, die sich erstmal objektiv für sich allein betrachtet oder subjektiv für sich betrachtet von der Gesellschaft ausgegrenzt fühlen. Der Minderwertigkeitskomplex, da waren wir wieder. Ja, wir sind tatsächlich in einigen Dingen einer Meinung. Überraschenderweise hätte ich vorher nicht gedacht. Aber es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt versuchen, einseitige Schuldzuweisungen zu machen, sondern es geht darum, das habe ich ja ganz klar gesagt, dass man diese beiden Debatten nicht vermischen darf, weil sie Trigger sind für eine Mainstream-Klientel, die diese Debatten benutzt, um Vorwürfe zu machen, die absurd sind. Also, das hat er sehr gut gesagt. Nicht jeder in Deutschland lebende Muslim ist gleichzeitig Salafist, schon gar nicht gewaltbereit. Nicht jeder in Deutschland lebende Ausländer ist gleichzeitig Muslim, etc., etc. Richtig ist, dass wir über die Ursachen dieser Hinwendung zum Fundamentalismus und auch natürlich zur übertriebenen Gläubigkeit uns Gedanken machen müssen. Und da muss man vorher ansetzen und kann nicht einfach sagen, die sind aus dem Himmel gefallen, alle in Neukölln, haben sich zusammengerottet und festgestellt, wir hassen die Deutschen, sondern es gab eine Politik ab den 60er Jahren, die dazu geführt hat, dass in Deutschland Ghettos entstehen konnten. Das war eine Politik der Ausgrenzung. Ich selbst bin 1968 geboren, ich konnte nicht aufs Gymnasium gehen, ich musste darum betteln, aufs Gymnasium zu gehen. Im Kindergarten sind wir getrennt worden von den deutschen Kindern und wenn wir eine Wohnung gesucht haben, ist uns das Türkenghetto zugewiesen worden, wo wir uns weigern mussten, weil wir es nicht wollten. Wir mussten darum
darum kämpfen, auch mit Deutschen zusammen auf eine Schule zu gehen. Dass das alles jahrelang so stattfinden konnte, in einer Republik, die die Möglichkeit gehabt hätte, statt die Menschen auszugrenzen, sie auch einzuladen, an politischer Teilhabe beispielsweise zu partizipieren, das ist für mich ein Mysterium. Und deswegen sind für mich diese ganzen Debatten, die wir führen, die sich aufhängen an Oberflächlichkeiten, wie ein Salafist hat in Köln einen Polizisten, das ist eine Straftat, der kommt vor Gericht, der wird verknackt und dann kann er hoffen, dass Allah ihn rausholt. Diese ganzen Debatten sind für mich müßig. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir es jetzt schaffen können, den hier lebenden Menschen, und da machen Sie ja produktive Vorschläge, das finde ich ja einerseits auch hervorragend, wie wir diese Menschen eingliedern können in unsere Gesellschaft, denn es gibt keine andere Lösung. Wir haben keine andere Lösung in Deutschland, als diesen Menschen Tür und Herz offen zu lassen und zu sagen, ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft, bleibt zurück können sie sowieso nicht. Also wie können wir miteinander leben, friedlich, ohne dass wir euch vorschreiben, ja, aber, wie ihr es zu tun habt. Aber an dem Punkt waren wir ja gerade schon, wir versuchen rauszukriegen, kann man zum Beispiel mit ihnen reden? Da hatten wir einen Dissens, Herr Beck sagt, ja, kann mal, weiß, hat er gemacht am Rande der Demonstration. Herr Buschkowski hat gesagt, man kann nicht reden. Ein Kernsatz meines Buches lautet, es wird in der Zukunft in Deutschland kein Leben in Wohlstand geben, ohne die Integration der Einwandererkinder. Das ist ein Kernsatz. Aber eine Kernaussage Ihres Buches ist auch, dass Sie überspitzen und extrem polemisch an die Sache rangehen. Mir ist nur eine Stelle aufgefallen, wo ich dachte, also jetzt nehme ich es nicht mehr ernst, als Sie darüber gesprochen haben, warum Menschen in Kanada und in die USA auswandern, weil sie nämlich eingebürgert werden wollen. Dann schreiben Sie aber, wenn ich jemanden aus Anatolien frage, warum gehst du nach Deutschland, der will nicht eingebürgert werden, der sagt, ich gehe Deutschland. Das ist ein Karlauer, den sollten Sie einem Kabarettisten überlassen. Und wenn Sie ernsthaft Politik machen wollen, dann verzichten Sie auf solche Polemik. Aber das Zitat ist falsch. Das Zitat ist falsch. Das Zitat steht auf Seite 43, glaube ich. Nein, ja, da steht, ich habe Ihr Buch nicht auswendig gelernt. Menschen, die nach Kanada gehen und nach Australien gehen, wollen Kanadier werden und wollen Australier werden. Wer nach Deutschland kommt, ja aus Anatolien, der geht nicht nach Deutschland, um Deutscher zu werden. Sondern das sagt, ist, ich gehe das, Deutschland. Das ist darum die, das ist die Formulierung. Herr Buschkowski, da stimmt aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, Deutscher zu werden. Nach wie vor, wir schaffen es doch nach wie vor, Kinder von Migranten, die hier legal leben, als Ausländer zur Welt zu bringen. Wir wollten ja gar nicht zwingend eine Buchbesprechung machen, sondern wir haben durch Herrn Buschkowski in seinem Buch Neukölln ist überall ja eine Zustandsbeschreibung bekommen. Und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen, uns nicht aufhängen nur an dem Fall Murat K., sondern weiterfragen. Ja, selbstverständlich. Wie wir diese Debatten führen. Ja. Also ich glaube, wir führen sie gerade ganz ordentlich. Nein, es geht nicht um uns. Wir wissen ja, was wir denken und was wir sagen sollen. Aber dann also weiter. Im Bewusstsein dieser Verantwortung, wo liegen denn dann die Lösungen? Wir hatten ja schon ein Beispiel, ein leicht verständliches, bekommen. Sie hatten gesagt, man kann mit denen sprechen. Sie haben gesagt, kann man nicht mitsprechen. Wenn ich sage, ich lade den Imam ein, dann kommt er erst gar nicht, das will er nicht. Was sagen Sie, Frau Thomas, kann man sprechen? Man muss auf jeden Fall immer sprechen. Ich bin Pädagogin, ich spreche den ganzen Tag und spreche auch viel mit Kindern. Aber ich finde, der Ansatz muss einfach viel eher geschehen. Wir brauchen wirklich Frühförderung von Geburt an für alle problematischen Familien, egal von welcher Ethnie sie stammen. Also ich habe auch deutsche Kinder in meiner Schule, die sprechen auch, die kommen mit 6 Jahren in die Schule, die sprechen auch kein richtiges Deutsch. Die können keinen Stift halten, die können verfügen über keine Basiskompetenzen. Schule kann diese Versäumnisse der ersten 6 Lebensjahre gar nicht kompensieren. Und wenn dann die hiesige Regierung auch noch Geld bietet, diese problematischen Kinder zu Hause zu betreuen, dann ist das aus meiner Sicht ein gänzlich falsches Signal. Also wirklich Frühförderung von Geburt an, egal welcher Herkunft. Kita-Pflicht? Auf jeden Fall. Sagt Herr Buschkowski ja auch. Was spricht eigentlich dagegen? Was ist die bessere Investition? Die Kita-Pflicht oder das Betreuungsgeld? Also man sollte das eine nicht gegen das andere ausspielen, denn wir doch, schaffen ja nicht... Doch, muss man, glaube ich, dann. Wenn man es richtig meint, muss man. Nein, das muss man wenn nicht. Man muss man nicht. Das Einzige, was man muss, ist Leute ausreden lassen. Auch, Herr Beck, Sie müssen es tapfer ertragen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die gelegentlich eine andere Auffassung haben als Sie. Es muss nicht immer richtig sein, was Sie sagen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten aus guten Gründen Milliarden über Milliarden investiert in den Ausbau von Kindertagesstätten und Krippenplätzen. Und es war eine richtige Entscheidung. Wenn wir aber sagen, die Eltern sollen die Wahlfreiheit haben, dann gehört zu dieser Freiheit auch, dass sich Eltern dazu entscheiden können, ihre Kinder zu Hause in eigener Verantwortung zu erziehen.
Und wenn wir sie dabei materiell mit einem Bruchteil unterstützen, wie wir Kindertagesstättenplätze unterstützen, dann halte ich das für eine vernünftige politische Entscheidung. Wir schaffen deswegen nicht einen einzigen Kita-Platz ab. Aber Herr Bosch, jetzt mal halt. Also 100 Euro sagen, Betreuungsgeld ist für diese Menschen, mit denen ich es tagtäglich zu tun habe, das ist wirklich immens viel Geld. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In Gelsenkirchen bekommen alle Hartz-IV-Empfänger für ihre Kinder 100 Euro für Schulmaterialien. Das Geld kommt definitiv nicht bei den Kindern an. Es fehlt wirklich an Basics. Also ich spreche hier über Stifte und Hefte. Das Geld wird anders investiert. Wenn ich dann den Vorschlag mache und sage, das Geld soll bitte auf das Schulkonto kommen und wir verwalten es, ich würde es gerne ausgeben, ich würde Excel-Tabellen erstellen, dann heißt es, aus datentechnischen Gründen ist das nicht möglich. Das Geld, Sie sagen minimal, für Sie ist es minimal, aber es gibt Leute, für die ist 100 Euro wirklich immens viel Geld. Entschuldigung, ich habe gesagt, im Vergleich zu dem, was wir investieren an öffentlichen Mittel in Kindertagesstätten. Und interessant ist, dass wir die Debatte beim Kindergeld noch nie geführt haben. Noch nie ist einer auf die Idee gekommen, zu sagen, wer weiß, wofür das Kindergeld ausgegeben wird. Jetzt gibt es nur noch Gutscheine. Wir können doch nicht unterstellen, dass jede Mutter und jeder Vater das Betreuungsgeld sofort zum Kiosk trägt. Es gibt in unserem Lande tatsächlich Eltern, die sich selber liebevoll und hervorragend um ihre eigenen Kinder kümmern. Nur die kommen in keiner politischen Debatte vor. Das stimmt. Nein, das ist doch Unsinn. Aber das Ganze ist. Das Modell ist für die Integrationsdebatte einfach lebensfremd. Es gibt viele Frauen aus Migrantenfamilien, die versuchen, auf dem Erwerbsarbeitsmarkt auch irgendwie einen Job zu haben. Was die bekommen, das deckt in der Regel noch nicht mal die Kindergartengebühr. Dann kriegen sie jetzt zusätzlich, wenn sie zu Hause bleiben, für jedes Kind 150 Euro zugesteckt. Das ist doch, das macht eigentlich für die schwäbische Hausfrau, die aus Anatolien stammt, macht das am Ende des Tages keinen Sinn. Die sieht, ich bin in meinem Haushalt mehr belastet, wenn ich meine Kinder in die Kindertagesstätte stelle, als wenn ich zu Hause bleibe. Dann gehen gerade die Kinder, die es mit am nötigsten haben, und das ist bei deutschen und Migrantenfamilien die gleiche Situation bei den sozial Benachteiligten, gehen die nicht in den Kindergarten, die den Kindergarten dringend bräuchten als Bildungsstätte, um Spracherwerb, Sozialverhalten und bestimmte Grundfertigkeiten zu lernen, wovor sie in die Schule gehen. Und das ist doch der ganze Krux am deutschen Bildungssystem. Wir haben über Jahrzehnte unsere ganzen Ressourcen in die letzten Schuljahre investiert und bei der Frühförderung völlig geschlafen. Und das müssen wir umsteuern. Wenn wir nicht eine ganze Generation von sozial Benachteiligten dieses Schicksal immer weitergegeben sehen wollen, wir brauchen doch diese jungen Leute, wir können doch gar nicht darauf verzichten. Wir reden einerseits über, wir brauchen mehr Einwanderung und verschenken die Chancen eines großen Teils der nachwachsenden Generation. Das betrifft Migranten, es betrifft aber auch sozial Benachteiligte, deren Vorfahren auch schon hier in Deutschland geboren waren. Und das regt mich wirklich auf. Und es ist doch nicht so, dass wir jetzt in einem Staat leben, wo wir sagen können, wir haben zu viel Geld und wissen nicht, wohin mit dem Geld. Deshalb schmeißen wir jetzt auch noch das Betreuungsgeld auf den Markt. Wir haben keine vernünftige Kindergarteninfrastruktur. Genau. Und es kommt nicht nur darauf an, dass jedes Kind einen Betreuungsplatz hat. Es kommt auch auf eine pädagogische Qualität an. Und Sie haben vorhin zu Recht die Klassenstärken angesprochen. NRW investiert jetzt 1700 neue Schulstellen für die Verbesserung der Situation in der Grundschule. Aber das heißt dann von 24 Klassenstärke auf 22 runter. Wir bräuchten viel, viel mehr, haben das Geld aber nicht. Das ist doch keine Situation, wo wir sagen, Hallodri, was kostet die Welt? Jetzt schmeißen wir auch noch das Betreuungsgeld zum Fenster aus. Dieses Geld brauchen wir für die Bildung in den ersten Jahren, im Kindergarten, in der Grundschule, damit die Kids alle eine Chance kriegen, dann auch eine weiterführende Schule zu besuchen und einen Schulabschluss zu machen. Wir suchen im Moment ja danach, nach der Frage, nach der Antwort auf die Frage, warum sich meist männliche Muslime, junge Männer zunehmend radikalisieren. Das haben wir ja festgestellt, das scheint so zu sein. Wir fragen uns, warum ist das so? Das gilt wirklich nur für einen Bruchteil. Wir können nicht behaupten, es radikalisieren sich alle. Es gibt eine Neubetonung von Religion, aber jemand, der religiös wird und ein normaler Mainstream-Muslim ist und vielleicht freitags zum Freitaggebet ist, das ist noch keiner, der sich radikalisiert hat. Und wir müssen aufpassen, dass wir über den Islam nicht immer mit dieser Radikalisierung
Digitalisierungsbeschreibung reden. Gut. Übrigens auch müssen wir aufpassen, dass ich glaube, ich nehme die Wörter aus der Diskussion auf, Herr Beck. Keine besonders Herr Beck, ich nehme zum Beispiel das Wort auf, was Frau